Teilen Peter eine Mail. Kommentare. Sportdirektor Hasan Salihamidžić erklärt, er habe Heynckes Abschied früher vorhergesehen als Uli Hoeneß. Künftigen Trainern macht er eine Ansage. Sie hätten ihn so gerne da behalten beim FC Bayern, den Jupp Heynckes. Doch nach dem Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt, ab 20 Uhr im Live-Ticker, hört Jupp Heynckes endgültig auf. Am meisten Hoffnungen auf seinen Verbleib hat sich bis zuletzt Präsident Uli Hoeneß gemacht. Da hatten andere Verantwortliche im Club längst eine Vorahnung, dass sie sich auf die Suche nach einem Nachfolger begeben müssen. Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung hat Sportdirektor Hasan Salihamidžić jetzt aus einer Unterhaltung mit Hoeneß berichtet. Ich habe Uli auch gesagt, dass er da falsch liegt. Salihamidžić war derjenige, der den täglichen Austausch mit Heynckes gepflegt hatte. Er bekam frühzeitig eine Ahnung davon, dass es Heynckes ab Sommer wieder in den Ruhestand ziehen würde, auch wenn er ihn natürlich selbst gerne zum Bleiben bewogen hätte. Irgendwie haben wir alle gehofft, dass Jupp es sich nochmal überlegt, sagte er. Ein weiteres Jahr mit ihm, das wäre das Paradies gewesen. Salihamidžić, kein Trainer marschiert mehr mit 10 Leuten ein. Auf eine Meinungsänderung von Jupp Heynckes wollte sich der Sportdirektor aber nicht verlassen. Ich musste mit anderen Kandidaten sprechen. Ich musste ja auch ein Gefühl dafür entwickeln, welcher Trainer bereit ist, sich voll auf unsere Philosophie einzulassen, denn in dieser Sache hat Salihamidžić klare Vorstellungen. Künftige Bayern-Trainer sollen sich den Gegebenheiten des Clubs anpassen und nicht umgekehrt. Das sind die Lehren aus der Ära Guardiola und Angelotti, er werde dafür sorgen, dass unser Staff geschützt wird. Unsere Ärzte, Physios, Fitnesstrainer, Videoanalysten, sagte Salihamidžić, darauf werde ich in Zukunft genau achten, dass ein neuer Trainer unser Bayern München Setup akzeptiert und nicht mit 10 eigenen Leuten hier einmarschiert, stellte er klar. Teilen wie terne Mail-Kommentare.